Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass uns die Fernsehwerbung ein neues Haarpflegeprodukt empfiehlt. Es soll unser Haar schöner, geschmeidiger, glänzender und strahlender machen. Würde auch nur eines dieser Produkte so fantastisch wirken, wie man uns weismachen will, so müssten meiner Auffassung nach nicht andauernd neue erfunden werden. Wie so oft im Leben kommt die Schönheit auch in diesem Fall von innen und nicht von außen. Mit einer vitalstoffreichen Ernährung, reich an Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen, sorgen Sie für kraftvolles und gesundes Haar von der Wurzel aus. Ich möchte Ihnen daher einige dieser Haarvitalstoffe vorstellen und aufzeigen, in welchen Lebensmitteln sie enthalten sind. Unser Haar ist Teil des Körpergewebes. Um kräftig und gesund wachsen zu können, benötigt es die Versorgung mit Spurenelementen und Vitalstoffen. Ein wichtiges Spurenelement ist Selen. Selenmangel kann zu Haarausfall führen und die Haarqualität stark beeinträchtigen. Selen finden Sie zum Beispiel in brauner Hefe, Reis, Hirse, Sesam oder Nüssen, besonders in Paranüssen. Auch das Spurenelement Zink spielt für Ihr Haar eine entscheidende Rolle. Es ist wichtig für das Haarwachstum, den Schutz der Haarwurzeln vor Entzündungen sowie für den Erhalt einer gesunden Kopfhaut. Zink ist an der Bildung von Kollagen beteiligt. Dieses Bindegewebseiweiß verankert nicht nur das Haar in der Haut, sondern ist auch für die Haarstruktur von wichtiger Bedeutung. Zink ist außerdem an der Bildung von Keratin beteiligt, einem Eiweißstoff, der Hauptbestandteil von Haaren, Nägeln und Haut ist. Zink ist zum Beispiel reichlich enthalten in Linsen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen, Vollkorngetreide, Haferflocken und Weizenkleie. Ein besonders wichtiger Nährstoff für Haar, Haut und Gewebe ist Silizium. Viele von Haarausfall betroffene Frauen und Männer schwören darauf. Silizium finden Sie zum Beispiel in Braunhirse, Hafer, Gerste, Topinambur, Brennnessel und dem Ackerschachtelhalm. Und es gibt noch mehr haarfördernde Vitalstoffe. Bei Kurkumin zum Beispiel handelt es sich um den gelblichen Farbstoff aus der Gelbwurzel Curcuma longa. Kurkumin macht seit einigen Jahren vor allem wegen seiner krebshemmenden Eigenschaften Schlagzeilen. In über 3000 Studien konnte die Wirkung von Kurkuma wissenschaftlich belegt werden. Kurkumin verbessert die Kommunikation der Zellen und verstärkt die vitalen Funktionen des Körpers. In Kombination mit Resveratrol gilt Kurkumin als potente Waffe gegen erblich bedingten Haarausfall bei Männern. Tipp: Um Ihre Zufuhr von Kurkumin zu steigern, würzen Sie eine Speise täglich mit Curry- oder Kurkuma-Pulver. Ganz einfach. Sie können aber auch einen Viertel Teelöffel Kurkuma direkt im Wasser auflösen und trinken. Zu guter Letzt sei natürlich noch Biotin erwähnt. Bei Biotin handelt es sich um das Vitamin B7, auch Vitamin H genannt, aus dem Vitamin B-Komplex. Biotin kann stark strapaziertes und beschädigtes Haar erneuern und zur Gesundung der Kopfhaut bei Reizungen oder Schuppenproblemen beitragen. Biotin finden Sie zum Beispiel in Mandeln, Walnüssen, Spinat, Weizenkleie, Haferflocken und Hefe. Sie sehen, es gibt viele Möglichkeiten, Ihrem Haar Gutes zu tun. Ganz nebenbei gesagt, sind die Haare noch das Geringste, das von den genannten Vitalstoffen profitiert. Die Stoffe unterstützen ebenso eine schöne und gesunde Haut sowie ein straffes und gesundes Bindegewebe. Die Folge ist letztlich der Schutz vor einigen Zivilisationskrankheiten, die noch deutlich unangenehmer sein können als nur sprödes Haar. Ich wünsche Ihnen wie immer gute Gesundheit. Ihr Armin von Buchenlind. Die aktuellen Gesundheitstipps werden Ihnen präsentiert von topfruits.de, Ihrem Online-Versand für vitalstoffreiche Naturprodukte.